Doch. So ein OBS-Update, das hätte ich mal viel früher machen sollen. Das ist echt fancy. Hast du irgendwie bei dir so vergessen, dass Updates existieren? So bei OBS, deine, ja. Deine Grafikkarte, OBS. Ja, ich bin das nicht so, ne? Ich will, dass das alles so bleibt, wie es ist. Ich möchte, dass es soll so bleiben, wie es ist. Updates sind meistens nichts Gutes. Diese Updates aus ihren Großstädten, die bedeuten doch nichts Gutes. Ja, jedes Mal, wenn du... Damals war es so, jedes Mal, wenn ein Update kam, konntest du damit dir sicher sein, Scheiße wird nicht mehr funktionieren danach. Ja gut, das war YouTube. Das war YouTube, das war Skype. Deswegen, also, da wird man so leicht paranoid vor Updates. Paranormados. So Paranonano. Parananas. Ja, Alex, du sollst ja auch nicht reden. Was ist er denn für ein Hippie? Alter, wir sind hier eindeutig in den 90ern. Ich bin eine Wurst. Alter, only 90s kids will remember. Der Typ hat's drauf. Oh, scheiße, welcher wollt ihr sein? Lieber Mega-Kin-Man oder Wischkopf-Man? Mega-Kin-Man. Boah, scheiße. Ach, hier stimmt ja, hier kommt Hagger her und Cody, bevor er im Knast war. Die haben die Frisuren, wo ich zum ersten Mal versucht habe, Anime zu zeichnen. Ja, sah, ne? Sah genauso aus. Boah, Shabachibuken. Oh, yes, ich liebe es. Das ist einfach Soul Food für mich. Gaming Soul Food. Just straight up punching bad guys. Und Geld aufsammeln und Hüte. Gibt's denn auch Pizza? Bestimmt. Ich meine, es ist nicht unbedingt immer alles Turtles in Time. Oh. Ja, oder zumindest das Wall Chicken oder sowas. Boah, richtig weggesmashed den Boy. Vor allem, ich find's immer geil, wie man denen immer einen Namen gegeben hat. Da oben sieht man da mal eine Holly, nee, Bolly Dude. Duck und Dustbin. Shit, ich hab ein Messer. Boah, Alter. Hieß da gerade einer wirklich Hollywood? Ich glaube, der hieß wirklich Hollywood. Oh Gott. Oh, nee, für mich ist einfach nur gut. Ich habe noch keine Ahnung, wie man... Ich kann Leute schmeißen und Messer aufheben, so viel kann ich. Hatten wir nicht solche Leute damals in der Schule auch immer, die nicht versucht haben zu kämpfen, sondern einfach nur in dich reinrennen? Ja, und dann dich einfach nur greifen und das war dann der Kampf praktisch. Ja, und dann versuchen dich zu treten. Aber wenn ich daran denke, am besten fand ich immer noch dieses eine Kind, dieses eine dicke Schulhof-Kind, was man so auf YouTube da gesehen hat. Ja, was sein Peiniger gepiledrived hat, ja! Ja, was den Typen einfach hoch in den Piledrive und boah, das war so gut. Das war so, ja, das war richtig geil. Okay, war mal Attack so, und so. So musst du wirklich mit jedem Bully umgehen. Aber das ja, Problem ist dann wieder der Gelackmeierte am Ende. Einfach Piledriven, richtig. Scheiße, es ist Hulk Hogan. Tja! Alter. Willkommen in den 90ern, wo Spiele wirklich darauf aus waren, dir Geld abzunehmen. Ja, die Münzenfresser. Mhm. Quarter Eater. Boah! Stimmt, Special Moves kosten Leben, da war ja was. Hatten wir in Deutschland eigentlich wirklich sowas wie Arcades oder war das nur so ein Amerikaner? Das war so ein amerikanisches Ding. Leider. Wir hatten sowas ja nicht. Wir kamen dann halt über die Heim-Console-Releases bekommen, aber. Alter. Richtig, man wird hier richtig zerledert einfach. Bin ich scheiße in dem Spiel oder ist das einfach nur. Ich habe das Gefühl, ich hänge hier die ganze Zeit im Hitz dann und kann nichts machen. Außer ihn schmeißen, das kann ich. Schmeißen? Ich meine, er ist so Hulk Hogan, ne? Oh, guck mal, das wird es heute zum Beispiel auch nicht mehr geben, dass man einfach eine Frau schlägt. Und dass dann auf einmal Ninjas mit Dynamit ankommen.
Ist das Riddick? Der Typ sieht aus wie Riddick. Oh ne, komm. Dich kriege ich. Ridiculous. Boah, yes. Weggebolzt den Boy. Slum. Ach ja. Boah, das ist so schön. Ich liebe es. Die haben Scott Pilgrim aus dem PS Store rausgenommen? What? Schon vor Ewigkeiten, weil die Rechte da irgendwie rausgegangen sind. Die haben die Rechte verloren. Ergo Konsolen, wo damals Scott Pilgrim gekauft haben, unter anderem meine Konsole, die ist jetzt mega viel wert. Nice. Naja, nicht mega viel wert, weil Leute kaufen sowas nicht wegen einem Spiel, aber you know. Ja, glaubt man nicht. Aber weißt du, war das nicht auch dieselbe Geschichte hier mit diesen PT? Ja, PT. Aber da hat ja Konami wirklich versucht, das Ganze... Ne? Angeblich wurden sogar einfach nur Konsolen so gehackt irgendwie von Sony. Aber da habe ich jetzt keine Ahnung, ob das wahr ist oder nicht. Dass wirklich PT denn gelöscht wurde von deren Festplatten. Also die haben dann so ein Update rausgehauen. Ja, genau. Was sie im Grunde genommen eigentlich löscht, das habe ich auch gehört. Also ich habe es nur gehört, ich habe keine Ahnung, ob es wahr ist. Aber ne, angeblich. Also ich würde es Konami ja zutrauen, böse gesagt. Ich meine, für die ist Kojima ja mittlerweile sowieso Hitler. Ich meine, haben sie nicht sogar in der späteren Version von MGS 5 einfach überall, wo Kojima der Name vorkam, einfach das Wort Kojima rausgepatcht? Was auch irgendwo ziemlich assig ist. Ich meine, ist es dir in Smash Bros. Ultimate aufgefallen, dass Snake nicht mehr das Foxhound-Symbol hat, weil das Kojimas Markenlogo ist, sondern einfach nur noch das Ausrufezeichen? Haben sie auch, mussten sie auch, oder haben sie auch geändert, einfach weil sie halt Snake nicht mehr mit Kojima in Verbindung bringen wollten. Vor allem, ich finde es ja geil, dass Snake in Smash einfach mal besser aussah als, ne, you know. Nintendo interessiert es einfach mehr, wie Snake aussieht, als fucking Konami, wo die IP gehört. Ich liebe sowas. Das ist nice hier. Jetzt nicht der Faktor, dass ich Frauen schlage, aber you know. Ist das dann so ein Cameo so nach dem Motto, dass er wirklich so genannt wird? Oder ist das wirklich so ein Cameo à la Stan Lee kommt in jedem hier Marvel-Film vor? Ein Kerl! Bei wem? Zum Beispiel hier Kojima in Metal Gear Solid 5 scheinbar. Ja, es gibt eine Sondermission, wo du ihn retten musst. Und er sieht dann wirklich aus wie er und hat, glaube ich, auch seine Stimme. Hm. Also echt. Heißt er denn auch so? Ja, es steht da wirklich, wenn du ihn dann rettest, Hideo Kojima. Es ist echt cool. Also, ne. Er selber hat da mehr Spaß dran als Konami jemals. Ja, wenn Developer ihr eigenes Spiel mögen, ne? Mhm. Kommt leider nicht mehr so häufig vor. Boah, ich spiel jetzt mal Hagger. Komm. Boah, ja, ich kann Leute suplexen, yes! Du hast ein Messer? Ich hab auch ein Messer, aber ich brauch kein Messer. Ich hab mega Beef. Alter, Mike Hagger. Kein Wunder, dass der... So Oberkörper, der kann, findet doch keine Sachen mit dem Anziehen. Nee, der kann nur Hemden tragen und da auch nur wirklich, was mal ein Zelt war. Habe ich den einfach hochgehoben erst? Oh, ich kann Leute suplexen. Ich kann Leute suplexen, ich bin so glücklich gerade. Welcome to Suplex City. Brock Lesnar ist ein Scheiß dagegen. Hast du gerade einen Dark Lariat benutzt, wo du dich einfach nur drehst und deine Arme ausstreckst? So ein T-Pose. Das ist mein Special Move, ja. T-Pose Spin. Alter, Mike Hagger ist so fucking busted. Weißt du, der Typ besteht nur aus Muskeln. Dropkick einen Zaun. Und deswegen liebe ich solche Spiele. Oh ja, gib mir da. Ey, nein, das wollte ich haben. Seine scheiß Animation, wie er mit diesem Schwert zuschlägt. Nein! Alter! Boah, der Schaden, Jesus.
Hallo, wieso ist der immer unverwundbar? What the fuck? Alter, da rasiert der einfach die Lebensleiste weg. Der ist richtig brutal, what the fuck? Alter, was soll man gegen den machen? Ich kann den ja gar nicht treffen. Hä? Alter, lass mich doch wenigstens... Was soll man gegen den machen? What the fuck? Ich glaube, das ist so ein Boss so nach dem Motto, lass ihn angreifen und wenn er angegriffen hat, dann ist er verwundbar oder irgendwie sowas. Jetzt treffe ich ihn gerade, aber der nimmt so überhaupt keinen Damage. Das ist eine Finte von ihm, der Wichser. Oh, Alter, sein Schwert aufheben ist echt Blödsinn. Nein! Ich bin zu klumpig! Ja, großer Schaden, aber auch große Hitbox. Alter, was sollen wir denn gegen den machen? Suplexen. Ach, auf einmal hast du ihm mega viel Schaden gemacht mit seinem eigenen Schwert, Jesus. Ja, aber trotzdem, der Typ, Alter, der macht Schaden wie sonst was. Nein, geh, hau ab. Will dich suplexen, oh Mann. Ich finde diesen Move auch so bescheuert, wo er einfach mit dem Kopf nach unten guckt und dann einfach ja. Heat-Sinking Missile-mäßig auf dich zurennt. Ja, weißt du? Oh, yes! Ja! Break the car, yes! Gib mir! Oh, yes! Ich kann auch nicht rüber, hä? Ach so, ja. Warum soll ich auch rüber, ne? Oh, Alter, ich bin zu dumm. Zu dumm, ein Auto kaputt zu machen. Was? Man kann in den Vordergrund laufen? Ich habe diesen Faktor ganz vergessen. Ich war so irgendwie mit meinen Gedanken auf Street Fighter. Das glaubst du gar nicht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich hab dem Typen sein Auto kaputt gemacht. Oh, das ist schön. Fremde Leute Eigentum kaputt. Don't ban me for this. Lariat. Der Typ trägt pink, Jesus. Männliche Farbe und so, ne? Oh boy. Noch Leopardenmuster. Ja, Alter, der Typ, ne? So, der ist männlich. Oh ja. Oh! Ich brauch kein Schwert, ich suplex Menschen. Und dann heißt er auch noch Andorre. Andorre. Andreas. Muss Italiener sein. Das ist so schön. Mein Grab besteht aus zwei Punkten. Ihn festhalten kurz und dann durch die Gegend tragen. Ist wie Donkey Kong. Nö. Duplex. Rohr. Schwert und Keule. Ja, manche Leute mögen Pink. Ja, ich sage ja auch nichts gegen die Farbe Pink, aber meine Güte, das sah echt merkwürdig aus bei ihm. Vor allem, ich komme nicht drauf klar, wenn er so ein kleines Messer mit sich rumträgt. Am besten so ein Neon-Pink in Verbindung mit Pissgelb. Oh ja, schön. Das tut richtig in den Augen weh. Bei den Rot sieht das ja noch gut aus, aber... Mit die Keule. Hitboxes hat in den 90ern noch nicht so existiert. Alter. Ihr seid doch scheiße. Alter! Diese Kombo-Kacke. Ich probier jetzt mal den leichten. Mal gucken. Boah, Knie. Weil es gab ja damals immer nur den schnellen, den mittleren und den heftigen. Ich nehme jetzt mal den schnellen. Gucken, was der macht. Ist irgendwie nicht halbwegs so cool. Das ist Andor Junior gewesen, das fällt mir jetzt erst auf. Und dass die Tür einen Lebensbalken hat. Was?
Nein, nicht mein Gesicht anfassen, bitte. Ich mag das nicht. Ja, geil. Ne? Eigentlich alles, was hier vorkommt, ist so, kommt später in, Street Fighter vor. Also in Street Fighter 4 kommt zum Beispiel Guy, Cody und ich glaube, das hier ist Hugo, wenn ich mich nicht richtig entsinne. Könnt ihr mal aufhören, mich anzufassen und zu piledriven? Gib mir das. Ich gebe euch die Keule. Was habt ihr nur davon? Ach ja. Das ist so richtig schön 90s Bullshit. I love this. Only 90s ja. Kids will remember. Ja, wollte ich gerade auch sagen. Scout, Heavy and Engineer, genau. Nein, mach das da weg, das... don't ban me. Please. Okay. Ah! Warte mal, wie hieß sie? Poison? Nee, doch Poison, oder? Die olle Tante da? War sie nicht eine Futter? Kann er jetzt auch komplett falsch liegen? Was? 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 Weißt du, ich höre in einer Sekunde nicht zu. Der nächste Satz, ich space einmal kurz aus und der nächste Satz, wo ich zuhöre, heißt, ist, war sie nicht in Futter? Ja, ich mein's, es war so. Ich meine, sie hatte einen Dick. Ich meine, irgendwo wurde das mal confirmed. Dann nennt es Trap oder Transvestit. Ja, was weiß ich denn? She has a dick. Kennst du eine Möglichkeit, einen YouTube-Kanal zu finden, der keine Videos hat? Würde an sich sagen, frag YouTube, aber YouTube würde das nicht zulassen, also... Yes, I don't know. Boah, ich habe da irgendwas Glänzendes aufgehoben, was war nice. Alter, die Bosse machen einfach brutalen Damage. Das ist brutal. Der haut mich einmal mit seiner Keule und bin ich tot. Haut mich zweimal mit seiner Keule und ich bin tot. Wird wieder Zeit für Captain Hagger und seinen Suplex City Switch. We Suplex City. Der hat eine Knarre! We Suplex City Rock and Roll. Der Arsch hat eine Knarre! What the fuck? Was ist das denn jetzt für eine Keep-Away-Scheiße? Ey, X-Gamer. Alter, ich komm nicht mehr an ihn ran. Der holt dann immer seine Knarre raus und dann kann er nichts mehr machen. Alter. Yo, okay. Ich kann Leute piledriven, das ist doch schöner. Lass das. Nein. Oh, ich liebe es. YouTube-Account gewechselt, weiß meine Daten nicht mehr. Wir. Da kann ich dir nicht helfen. Da habe ich keine Ahnung von. Recover Passwort und so. Gibt's doch nur. Kannst doch drücken. Oh nein, ich wollte ihn piledriven. Komm, gib mir das. Mike Hagger, ne? Kein Wunder, dass der Typ später Präsident wird. Mein, hallo? Der Typ ist eine halbe Legende. Der braucht keinen Secret Service. Nee, der ist sein eigener Secret Service. Ist die Ein-Mann-Armee. Vor allem darf ich mal ganz kurz anmerken. Guck mal auf dem Hintergrund. Sind das da unten fucking Lava-Haie? Nee, das ist einfach nur Metallplatten, die da schmelzen. Es sieht nämlich an einer Stelle aus, als würden sie Haie einschmelzen. Alter. Ja, Kishi, das ist schlecht. Alter, das ist geil, ne? Sollte man wissen.
Also ich habe ja meine Passwörter immer irgendwie notiert oder irgend sowas. Irgendwie, dass man sich das merken kann, also irgendwo notiert hat. Irgendwann findest du es immer. Ja. Da ich meine E-Mail-Adresse meistens immer wöchentlich brauche, um irgendwo einen Account zu machen für eine Throwaway-Seite oder so, kann ich mir meine E-Mail-Adresse gut merken. Und wenn ich mein Passwort vergessen haben sollte, habe ich immer noch halt hier diese Recovery über SMS gedönst. Na eben. Gemacht, also... Ich kann meine Sache nicht verlieren. Alter, die kicken. Was ist mit los mit euch? Ich suplex euch alle. Fucking Tombstone Piledriver his ass. Oh, was? Ihr, ne? Ach so, das geht instant in Grab über, wenn ich sie stun mit meiner Combo. Das ist ja cool. Das wird ja mal besser, das Spiel. Oh, das wird ja mal schöner hier. Boom. Quick Maths. Alter, sowas darfst du heute schon gar nicht mehr. Weil sonst irgendwer sich wieder angegriffen fühlt. Meine Güte, wir sind echt mittlerweile eine Gesellschaft in der Bubbelblase. Das ist schon fast peinlich. Weißt du noch vor 15 Jahren, wo scheißegal war, was da so im Fernsehen oder so lief? Ich mein, sorry, aber so bescheuert das jetzt auch klingt, aber ich schlage hier gerade Frauen, also unter anderem. Heute würde sich schon wieder irgendwer offended fühlen davon. Und ich denke mir, it's a fucking video game. It's just, ich denke mir einfach so, wieso, ihr verlangt doch die ganze Zeit Gleichgesinn, ja. Ja, Gleichheit. Aber das darfst du dann auch nicht sagen, weil das ist dann auch wieder falsch. Mhm, natürlich. Also, es ist Gleichberechtigung bitte nur dann, wenn es gut für mich ist. Wenn es mal schlecht ist, dann nicht, bitte. Naja, klar. Also immer wie man es haben will. Ja, ne, Leben ist ja ein Wunschkonzert. Ich meine, klar, ne? Ich möchte auch nur, dass mir Gutes widerfährt und nie was Schlechtes. Wer will das nicht? Ich hab da auch manchmal hier so, ich hab so Kanälen, die ziemlich viele Meme-Posts oder so retweetet haben, gefolgt auf Tumblr und Twitter. Und ab irgendeinem Punkt haben sie dann plötzlich die ganze Zeit, Sachen retweetet von wegen, dass, hier, wenn du so genderfluid. Wenn du so genderfluid bist, so von wegen, dass du dann auch so als Frau behandelt werden sollst, wenn du dich als Frau siehst und so weiter und so fort. Und es hörte einfach nicht auf, dass sie solche Sachen repostet haben. Ich habe gesagt, Jesus Christ, okay, tschüss. Dich brauche ich nicht mehr in meiner Time. This is retarded. Weil es geht einen irgendwann auf den Sack. Ich verstehe, dass es ein Problem ist und dass man sich scheiße fühlt. Aber wenn man einem konstant dann in den, allen Leuten in den Ohren liegt, dann macht man es nicht besser. Eben. Alter, Rolento, das hättest du nicht machen müssen. Ich weiß, meine Güte, lass es mich dir erzählen. Deine Zukunft ist eigentlich Top-Tier. Hat er sich gerade selbst nicht gefährdet? Okay. Aber Rolento kommt eigentlich auch dann später in anderen Street Fighter-Teilen wieder vor. Den kannst du mal sehen, ne? Komm. Break Glass. Okay. Ah, Happy Weird Stages. Stelle ich mir gerade vor, dieser Typ, der zerschlägt gerade mit seinen bloßen Fäusten Glas. Ja, weil er nichts zu tun hat. Ist das jetzt nicht irgendwie so ein bisschen so, ich weiß nicht, so Pulsschlagader oder so? Geht der nicht auf? Mhm. Nö. Break the targets. Break the targets. Go! Doom 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 doom. Vor allem das Geilste hier ist einfach, also die Collection hier ist echt schon geil, muss man ja mal sagen, weil wenn du solche Games auf dem Emulator spielst, du hast immer so komischen Framelag, also so richtig merkwürdigen Framelag teilweise. Und das hast du jetzt hier halt nicht.
Es wäre schön, wenn die Leute dann wirklich die Spiele nochmal optimieren und nicht einfach wirklich halt die Emulationsversion einfach, ja. Einfach einen Emulator auf die Cartridge packen oder halt in das Ding programmieren und dann einfach abspielen lassen. Guten Tag, Nintendo zum Beispiel. Ja. Wo die N64-Teile alle aussahen wie Müll und du es 10-mal besser emulieren kannst for free. Auf welchen Sachen haben sie denn N64-Teile angeboten? War das, das war schon noch auf der Wii U und auf der Wii auch. Echt? By the way, Doggo. He's a good boy. Ja, also auf der Wii war es auch schon. Da konntest du dir damals N64-Spiele kaufen. Ich verstehe immer noch nicht, warum sie nicht auf der Switch die Virtual Console wieder einführen, und zwar bis zur GameCube-Ära. Warum sie nur NES-Spiele halt hier für ihr Switch Online anbieten. Verstehe ich nicht. Ich glaub's gar nicht, wie viele Leute bestimmt Mario Sunshine auf der Switch spielen wollen würden. Ja. Aber irgendwie, ich habe so das Gefühl, manchmal GameCube-Zeit ist bei Nintendo wie die Wii U-Zeit. Sie möchten einfach vergessen, dass es jemals existiert hat. Das war ihre beste Zeit. Ich weiß gar nicht, was sie haben. Ey. Ich auch nicht. Der GameCube hatte so viele tolle Titel, aber irgendwie habe ich das Gefühl, Nintendo möchte das nicht mehr wissen. Ich muss ganz ehrlich sagen, SNES und GameCube waren so die Sachen, die ich mitbekommen habe, die wirklich die besten waren. Ich habe leider die N64-Zeit nicht mitbekommen, weil ich da... Naja, Mama, darf ich das haben? Nein, ist zu teuer. Okay, darf ich den Gameboy haben? Ja, den darfst du. Hammer Time. Dann hab maximal fünf Spiele im gesamten Lifecycle dieses Gameboy Advances oder so. Das war dann meistens Pokémon und ein Zelda-Spiel, und dann war es das auch schon wieder. Ja, aber ein Spiel musste halt damals länger halten als heute, also... Nein, nimm Fleisch! Nein! Hier ist Säcke! Ich klau euer Geld. Wollt ihr dann machen, ne? Jetzt euer Geld nehmen, was auf dem Boden liegt. Deswegen, also GameCube hatte schon so ein paar richtig geile Sachen. Ich habe gerade genug genannt, Paper Mario, 1000 Year Door, Luigi's Mansion. F-Zero GX soll auch verdammt gut gewesen sein. Ja, ich habe leider nie gespielt. Ja, ich hab's mal angetestet, ist verdammt geil. Also es kommt auf jeden Fall an den N64-Teil heran, so viel ist man sicher. So eine Sache, die ich nicht verstehe, warum macht man mit F-Zero nichts mehr? Mittlerweile hat man so die Hardware, dass es richtig gut aussehen könnte. Ja, es könnte richtig gut aussehen und trotzdem auf einer verdammt guten Framerate laufen, aber nee. Better not. Damals haben sie, ich find's ja lustig, dass er heutzutage immer gesagt hat, ja, muss 60 FPS sein und so weiter und so fort, weißt du? Und Nintendo damals zu SNES-Zeiten, ja gut, dann machen wir halt schlechtere Grafik, solange wir 60 FPS haben. Ja, dann sieht das Spiel halt aus wie Trash. Und damals hat es keinen interessiert, weißt du? Aber heutzutage, ja, alles muss 60 FPS sein. Boah, es muss 60 FPS, ja. Wenn es nicht 90 FPS nativ kriegt, dann ist es ein schlechtes Spiel. Echt mal, ist richtig schlecht dann. Dann kaufst du es dir gar nicht erst, dann wird es einfach instant deinstalliert, obwohl du es nicht besitzt. Mhm. Alter, jetzt habe ich hier aber die Frauenstage, wo jeder eine Schwester hat. Wie die da so reingeflippt. Ja, die kommen immer richtig reingekickflippt. Aber ja, das ist Poison. Oh Gott, ich lese es jetzt erst. Kommt nachher auch in Street Fighter heißt 4 vor und... Typ heißt Elgado. Na, kann man schön auf dem Spiel abspielen? Auf PC? Elgado? Kann man die schön einbauen, ja? Sexy! Warum steht da sexy auf dem Klo? Und das immer wieder... Sexy. Boah, apropos Emote. Falls ihr das nicht gehört habt hier, ne? Twitch hat es jetzt möglich gemacht, dass Affiliates mehr Emotes einfügen können. Ab einer bestimmten Subzahl. Also, ne? Deswegen haben wir jetzt ja auch diesen Subcounter da, der da unter mir rumbummelt. Mhm. So yeah, also jeder Sub wird sich lohnen auf jeden Fall. Dann kann ich nämlich ein paar neue Emotes reinpacken. Aber da auch nur für die nächsten 4 Monate, also nicht zu lange warten. Ja eben, weil sonst, ne? Aber so wie ich das verstanden habe, sobald der Slot belegt ist, nimmt man einem den auch nicht wieder weg. Also...
Nee, also so, da, wenn das Emote existiert, kannst du es behalten. Allerdings, wenn du einfach einen freien Slot hast, beziehungsweise wenn du dein Emote später löscht oder dann so. Dann geht's weg, ja. Dann ist er weg. Aber gut, das würde ich dann ja nicht machen. Also, beziehungsweise ich weiß sogar schon, für Emotes würde ich sogar schon eine Commission annehmen, weil ich kenne da einen Künstler, wo gute Emotes macht und da würde ich dann tatsächlich auch mal was für investieren. Hm. Also von daher, das ist es mir wert. Aber ja, ab 50 Subs kann ich bis zu 5 Emotes haben? Also du insgesamt 7 mit Tier 2 und 3 einberechnet. Das ist eine also Menge, Kinder. Tier 1 hat dann 5 Subs, Tier 2 immer noch das eine. Also wir haben jetzt schon einige, aber wenn wir jetzt noch bis in den paar Monaten auf die 50 Subs kommen, dann, ne? Haben wir hier einiges an Emotes mehr. Mhm. Das wäre schon mal etwas. Hm. Barbecue. Logo. Wie laufen die immer? Ist dir das mal aufgefallen? Die stehen immer so crooked. So total krumm. Ich find's generell in diesen ganzen 2D-Prügler generell so gut, dass im Grunde genommen der Oberkörper bleibt immer an derselben Stelle und bewegt sich nur hoch und runter, nur die Beine sind animiert. Mhm. Alles andere ist halt, ne? Aber ich meine, man... Wer weiß, wie die das da mit dem Sprite-Handling gemacht haben. Vielleicht mussten die das so machen, weil das so limitierte Hardware damals war. Wahrscheinlich, ja. Deswegen sehen die alle aus wie so komische Nudeln. Ne, Switch ist immer noch gut. Ja, eben. Und ich find's saugut, wie viel sie erweitern. Bin ganz ehrlich, die letzte Nintendo Direct hat zwar jetzt nicht das angekündigt, was ich mir erhofft habe. Wie zum Beispiel Infos zu Generation 8 oder so von Pokémon oder solche Geschichten. Aber trotzdem haben sie ziemlich vieles angekündigt, was extrem gut aussah. Wie zum Beispiel Astral Chain, dieses neue Spiel. Oh ja, oh, du rennst gerade offene Türen bei mir ein, Andy. Mm. Das Spiel, es ist von Platinum, also bin ich sowieso Instant-Fan. Von den Machern von Nier halt, also nicht nur halt die, sondern wirklich die Leute, die halt an Nier Automata rumgeschraubt haben, machen das Spiel. Also da bin eben, ich da sind schon ein paar gute Leute Spiel. Bei. Dann fand ich dieses, auch wenn ich kein Fan von Mac-Games bin und dieses Spiel wahrscheinlich auch nicht spielen würde, alleine die Geste, offenes Feedback anzunehmen, wozu? Fand ich saugut. Ich weiß nicht mehr, wie das Spiel jetzt genau hieß. Das war so ein, Ach, dieses Roboter hier, Mac Machina, genau. Irgendwas. Ja, irgendwie so, dass einfach wirklich der, dass der gesagt hat, hier, wir machen jetzt Open Beta oder sonst irgendwas und dann, schreibt uns Feedback bitte. Ich meine, das machen an sich, Fighting Games machen das in der Regel häufiger schon mittlerweile. Ja, gut. Das ist ja eher so Action-Shooter. Wenn ich so weit, keine Ahnung. Ja, eben. Mhm. Aber gerade so, wo der Fokus auf Multiplayer steht, das wird langsam immer häufiger, dass denn Leute... Abigail, der Typ kommt rein, wird gesuplext von mir. Das mit den Internetkosten kannst du ganz schnell widerlegen. Im ersten Mal, jeder andere Service verlangt auch Geld fürs Internet. Alleine, dass du überhaupt Internet hast, dein Internetprovider, musst du bezahlen. Wenn du PlayStation oder Xbox online benutzen willst, musst du bezahlen. Also, dass Nintendo jetzt sagt, so kleines Entgelt, 25 Euro für ein ganzes Jahr? Ja, für ein ganzes Jahr, das geht eigentlich. Das ist so günstig. Denn du musst es halt wirklich runterrechnen, weil wie viel du dann wirklich nur pro Monat oder pro Tag, du bezahlst 2 Euro oder 2 Euro und ein paar zerquetschte pro Monat. Also das ist nicht wirklich viel, wenn ich mir da PlayStation angucke, die wie viel wollen, 20 pro Monat? Ja, aber da gibt's auch günstigere Angebote, plus du kriegst halt in jedem Monat echt verschiedenste Spiele geschenkt, also... Ja... Also, PlayStation Plus ist jetzt nicht schlecht. Ich hab's jetzt sehr lange selber gehabt. Hab's jetzt halt letztes Jahr nicht mehr gehabt, aus Geldgründen.
Aber ich bin jetzt aktuell schon wieder am Überlegen, ob ich es mir mal wieder zulegen soll. Ich weiß nicht, ich fand Tetris 99 einen ziemlich guten Geniestreich. Ja, doch. Für umsonst. Damit ne, warum nicht? Ja, absolut. Ich meine, warum dem geschenkten Gaul ins Maul schauen? Und ich meine, die Idee ist nice. Also, hätte ich gerade eine Switch, würde ich es auch wahrscheinlich zocken. Weil die Idee klingt witzig. Es ist Tetris, also, ne, damit machst du sowieso nie was falsch. Mhm. Und ja, das ist eine witzige Idee. Das habe ich auch schon zu Hol gesagt. At least it's not shooting people. Weil das ist halt so dieser Punkt, wo ich am Battle Royale nicht mehr ab kann. Das ist dieses ewige, oh mein Gott, guck mal, es ist Battle Royale. People shooting people. Oh ja, ist fun. Witzig. Ja, nur weil die Vorgängerkonsole dieses Kostensystem nicht hatte für Internet-Sachen, heißt das nicht, dass die Nachfolgekonsole das nicht auch haben muss. Die Sache ist, Nintendo hat sich schon ziemlich, hat sich eine komplette Konsolengeneration dagegen entschieden, das zu machen. Aber es ist halt notwendig, sag ich jetzt mal so. Yes, ja, echt mal. Hey Ryder, danke für die Bits, by the way. Ich meine, wie war das? Der Präsident von Nintendo hat auf sein eigenes Gehalt verzichtet, damit er niemanden feuern müsste? Also, die schwimmen auch nicht in Geld scheinbar. Nee, also, weiß ja nicht. Da habe ich keine Ahnung von. Das kann man auch nicht sagen. Ich meine, du kannst nicht deren Gehaltscheck überprüfen. Ja, aber ich meine halt so, da der Präsident von Nintendo hat sich dagegen entschieden, Leute zu feuern und hat dafür sein eigenes Gehalt halt gekürzt, damit er halt die Personalkosten tragen kann. Und dann gucke ich auf Blizzard, die, weil sie nur, wie viel, 8 Milliarden extra gemacht haben, werden 2000 Leute gefeuert. Ja, aber ich glaube, da hing auch eine Menge Zeug mit Activision zusammen, wenn ich mich da jetzt nicht komplett entsinne. Mhm. Also da ist nicht pur Blizzard dran schuld gewesen. Vor allen Dingen, weil ich da noch alles gesehen habe, von wegen die ganzen Leute so von wegen, ja, ich habe jetzt übrigens nur noch 3 Monate Aufenthaltszeit und das war eigentlich hier mein Traumjob und so weiter und so fort. Wenn ich jetzt nicht einen Job kriege, muss ich Amerika wieder verlassen. Vielen Dank. Solche Geschichten. Bomberman Battle Royale, when? Eigentlich, das ist wäre auch eine geile Idee, muss man ja mal sagen. Ich meine, Bomberman ist basically Battle Royale, also man müsste es halt nur auf eine größere Ebene bringen, aber ich glaube, da wird es dann irgendwie nicht mehr funktionieren. Alle haben 50.000 Yen, ja gut, 500 Euro in der Tasche ist jetzt nicht so viel, ne? Damit kommst du nicht über einen Monat hinweg, also nope. damit könnte ich nur schon zum Beispiel nicht mal meine Miete bezahlen, also das ist nicht viel. Das klingt halt bei denen nur größer, weil die keine Cent haben. Ja, eben. Yen klingt generell immer für uns viel, weil, ne? Ist halt eine komplett andere Währung in dem Sinne. Ja, es hat irgendwie nur so ein ganz kleines bisschen nicht den Gegenwert, so von wegen, dass 100 Yen wirklich 1 Euro sind, aber im Grunde genommen kann man es fast so umrechnen. Das sind nur ein paar Cent. Es fehlt ein Komma. Es fehlt ein billiger Strich. Also Hagger macht echt am meisten Spaß, um jetzt mal wieder hier drauf zurückzukommen. Und die allerwichtigste Sache ist einfach, du musst es nicht haben. Ja, eben. Das mit dem Internet-Dingen. Du kannst es auch lassen. Eben. You can just leave it. Warum über etwas aufregen, was du nicht holen werden willst? Also. Na gut, ich muss mir den Nintendo Online-Kram wahrscheinlich dann doch holen, weil ich würde liebend gerne Mario Kart Deluxe-Runden mit dem Stream machen, also, ne? Ja. Aber das geht halt so denn anders ja nicht. Aber du hast halt, wie gesagt, Disposable Income. Ja, ich habe jetzt... So schön, ne? Also du kannst dir das so locker leisten. Ich verstehe das wohl, dass das vielleicht für die Kinder oder für die nicht arbeitenden Schüler vielleicht ein bisschen viel klingt, aber dann ist das halt mal einmal Taschengeld im Monat aufgeben dafür, dass du ein ganzes Jahr lang mit deiner Switch online spielen kannst. Mein Gott. Ist halt so. By the way, darf ich mal ganz kurz anmerken, guckt euch mal Haggers Beine an. Weißt du, der Oberkörper bewegt sich so gut wie gar nicht, aber diese fucking Beinanimation. Ja, das meinte ich halt gerade. Weißt du, die Beinanimation hat 16 Frames oder so. Ja, und aber sein Oberkörper nix. Der bewegt sich ein bisschen hoch und runter. Ja,
Das ist so geil. Gut, nicht 16, aber 8 Frames oder so, was schon für damals ziemlich viel ist. Normalerweise hat man ja damals 4 Frames gemacht oder so. Das sieht nach 8 oder so aus. Ja. Ich habe damals 30 Euro pro Monat gekriegt, also ich konnte mir nicht viel leisten. Davon musste ich auch noch selber Klamotten kaufen. Also wirklich für viel Videospielgedönsekins oder so hatte ich nichts. Also wenn ich dann manchmal höre, so dass sich Leute darüber beschweren, ich bekomme nur 30 Euro in der Woche. Alter, in der Woche ist verdammt viel, ey. Wie soll ich mir denn was leisten? Ich merke jetzt, ich habe andere Luftangriffe. Ja, guck mal, Kishi, du kriegst das Vierfache von dem, was ich damals gekriegt habe. Also. Und selbst wenn man wenig Taschengeld hat, manchmal waren die Eltern dann halt noch so spendabel und dann hat man gefragt, so, ja, hier, darf ich mir einen Booster Yu-Gi-Oh!-Karten oder so kaufen oder so weiter. Und dann haben sie gesagt, ja, gut, von mir aus. Und oder eine Tüte, eine 1-Euro-Tüte am Kiosk oder solche Geschichten, ja, dann geben sie auch nochmal was raus. Aber bei mir war das wirklich so knallhart, du hast Taschengeld bekommen. Also, bin ich irgendwie weird, dass ich der Einzige war, der dann tatsächlich auch mal für gute Noten belohnt wurde in der Schule? Nee. Von den Eltern? Nur ab und zu mal wurde ich das. Also bei mir gab es, glaube ich, nur fürs Zeugnis. Für einzelne Arbeiten oder so gab es nichts. Aber für Zeugnisse gab es dann wohl, weiß ich nicht, einen Zehner oder so. Ich war halt nur einfach ein beschissener Schüler. Ja, ich hab gelernt, mit wenig zu leben, dadurch. Ja, also, eben. Dass ich nie viel hatte und so weiter und so fort. Wenn ich mir dann irgendwie mal Videospiele oder so gekauft habe oder so, als ich, du glaubst gar nicht, wie happy ich war, als ich von An- und Verkauf erfahren habe. Also man so GameStop-mäßig meine alten Spiele eintauschen konnte für Neues. Oder halt Gebrauchtes. Oder einfach Spiele für günstig auf dem Flohmarkt oder so finden konnte. Als ich davon erfahren hatte, das war eine komplett andere Welt. Gut, ich wurde auch ein paar Mal übers Ohr gehauen und habe dann halt zum Beispiel Mario Luigi Dream Team Bros mir geholt auf dem Flohmarkt. Cartridge hat nicht funktioniert. War nicht so geil. Hast du dann 15 Euro halt umsonst ausgegeben. Ninja Dudes. Ach ja, Eltern, die nicht verstehen, dass Videospiele halt eine andere Art der Unterhaltung ist. Vater guckt Formel 1 oder Fußball und du spielst halt dein RPG. Ja, eben. Und wenn er dich dann fragt, so von wegen, was findest du bitteschön interessant, 80 Stunden lang mit denselben Charakteren rumzurennen? Was findest du interessant, 30 Stunden lang denselben Autos im Kreis zu fahren, zuzusehen? Ja, genau das. Oder Leute, die über eine Stunde einem Ball hinterherrennen. Ja. Guten Tag. Anderthalb Stunde plus halt noch irgendwie so ein bisschen halt Überzeit oder sonst irgendwas. Bin ich, by the way, immer der Einzige, der merkwürdig angeguckt wird, wenn er mit dem Argument kommt? Ich meine, also, ich habe das letztens gehabt, das war ein Mittwoch, habe ich zu einer Kollegin gesagt, oh geil, heute Abend ist Mittwoch, dann kann ich wieder Wrestling gucken, ne? Ich liebe ja Wrestling. Und sie so, wieso, was guckst du? Und ich so, ja, wieso? Du hast doch vorhin erzählt, du guckst Fußball. Wieso guckt man sowas? Und sie so, ja, das ist was komplett anderes. Ich so, nein, es ist nicht! Nein, das ist wirklich nicht. Wo ist denn das so was anderes? Das ist beides Form der Unterhaltung und ich mag nur mal das und du magst nur mal das. What's the fucking point? Ja. Meine Mutter zum Beispiel liebt es, Bücher zu lesen. Also die verschlingt pro Woche ein Buch. Ah, das kenne ich aber. Also. Und ich bin halt der absolut nicht der Bücherleser. Also ich habe in meinem gesamten Leben, 15 Bücher oder so gelesen, die nicht aus der Schule stammen. 4 davon oder 5 davon Harry Potter. Also, zählt dann auch noch weniger, als weil es eine Reihe war.
Was ich sagen wollte, so, wenn dann immer so kommt, so von, dann damals immer das Argument kam, ja, wieso spielst du denn Videospiel und liest nicht ein gutes Buch? Dann sage ich einfach, ja, du kannst gerne ein Buch lesen, ich spiele meine interaktiven grafischen Romane. Ja, yeah, so go fuck yourself. So von wegen, du, bei dir steht es halt so von wegen, wie das alles aussieht. Ich krieg's halt serviert. Ich guck halt praktisch gleichzeitig einen Film und kann auch noch irgendwie interagieren mit den ganzen Sachen. So, meine Geschichte hat zwar einen Leitfaden, aber sie ist nicht fest in Stein gemeißelt. Eben. Besonders wenn du dann solche Spiele spielst, die multiple Enden haben oder so. So jetzt zum Beispiel Telltale Games. Ein Beispiel jetzt mal. Wah. Ja, ich habe nie wirklich Sachen gelesen. So einige Bücher, die ich wirklich gelesen habe und die ich gut fand, waren so ein Jugendbuch namens Eine Tüte grüner Wind. War irgendwie so... Mädchen besucht ihre Oma in Irland und findet das scheiße und dann läuft da aber irgendwie so ein Mysterium ab oder so. Mega dann, Vampir. Ja, nichts super Fiktionales. Einfach nur so irgendwie so ein Krimi, so halt Jugendkrimi praktisch. So. Das einfach ist darf ich mal ganz kurz, sorry, aber das ist jetzt mein großer Bösewicht, ein Typ im fucking Rollstuhl mit einer fucking Knarre, der meine Frau hält. Das ist jetzt das große Magnum Opus! Dann auch noch so ein anderes Buch, was ich gelesen habe, was ich halt wirklich gut fand, wo ich extrem enttäuscht war, als der Kinofilm absolut beschissen war, war Eragon. Oh ja, das waren viele, glaube ich. Eragon war einfach der Film dahin gekackt und... Das ist schon fast wie so Shyamalan-Niveau hier, Avatar, Herr der Elemente. Ja. Realverfilmung. Ah, geil, irgendwer schon wieder mit einer fucking Bohrmaschine zugange. Alter, das ist ekelhaft. Man kann den. Ich hab ihn aus seinem Rollstuhl gesuppelt. What the fuck? Geh mal weg von der Konsole. Ja. Weißt du, aber, Immer so sagen, so von wegen, du zockst viel zu lange, aber Vattern damals einfach 7 Stunden vor dem Fernseher selber sitzen. Ja, macht halt anderes Zeug, ne? Oder das ekelhafteste Buch, was ich je gelesen habe, ich kann mich ehrlich gesagt an nicht mehr viele Bücher erinnern, die ich gelesen habe. Wie gesagt, Eragon, Tüte grüner Wind und Harry Potter Teile. Okay. Mehr weiß ich schon gar nicht mehr. Also ich habe halt ein paar mehr Bücher gelesen, halt auch so One-Off-Bücher. Aber überwiegend, ich habe 2 Reihen, ich habe by the way den Typen gerade durch das Glas gesuplext. Sorry dafür. Ja, die Skadagri Pleasant-Reihe habe ich komplett nicht komplett. Mir fehlt der letzte Band, den muss ich mal lesen. Die Monster Hunter International-Reihe ist verdammt geil. Achso, zählen wir Mangas auch? Wenn wir Mangas auch zählen, dann hätte ich direkt eine Antwort. Habe ich die komplette Soul Eater-Reihe bei mir. Ja, Soul Eater habe ich leider nicht komplett gesammelt. Ich wollte mir den sowieso mal komplett durchlesen, weil der Anime ja leider den Full Metal Alchemist gemacht hat und ab einem bestimmten Punkt einfach gesagt hat, ja, wir machen jetzt die Story so, wie sie uns gefällt. Aber wenn wir auch Mangas mitzählen als Bücher, ja, dann gut, dann habe ich ein bisschen mehr gelesen. Wie hieß dieses Buch? Wie hieß dieser Manga? Weil dann weiß ich direkt, welches ich wirklich sagen können, was das ekelhafteste Buch war, weil ich einfach die Monster... Ich bin kein großer Fan von Insekten. Mhm. Besonders nicht großen Insekten. Sei es jetzt riesengroße Fliegen oder Motten oder sonst irgendwas. Und das waren praktisch die Antagonisten in diesem Manga. So Mutanten, die halt Fliegenköpfe hatten. Und boah, das ist so ziemlich das Schlimmste, was ich gesehen habe, was ich wirklich als das Ekelhafteste klassifizieren würde. Warum hat er ihn jetzt verprügelt? What the fuck? Weil er die Frau wollte. Ich will nichts von der Frau. Hier, ich bin eigentlich schwul, ich verprügel dich.
Das schlimmste Buch, was ich gelesen hatte, war Die Seiten der Welt. An sich total interessant. Irgendwie so eine Mädchen mit einer besonderen Fähigkeit, dass sie Sachen aus Büchern zum Leben erwecken kann und alles. An sich total interessante Geschichte. Aber die Umsetzung war super scheiße. Dab. Ja, was ich meinte, ist auch irgendwie ein Manga von einem deutschen Artist. Also, ich weiß nicht, ob es daran lag, aber der Artstyle war halt nicht so typisch Anime, wie man ihn so kannte. Und auch generell irgendwie so das ganze Anime. Ich guck mal kurz in meinem Schrank, wie der Dingen heißt.